Ja, ich darf euch heute was zum Thema Crowdfunding erzählen. Und zwar darf ich das, weil ich zwei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen selber gestartet und beendet habe. Die erste Crowdfunding-Kampagne war 2013, damals noch bei Crowdreporter, als es eine Crowdfunding-Plattform war. Da ging es um eine Recherchereise nach Indien und Nepal zum Thema Selbstverbrennung in Tibet. Da wollte ich 3.500 Euro Recherchekosten einspielen und habe es ein bisschen überfinanziert mit knapp 3.800 Euro. Ich bin dann mit einem Fotografen, mit Fabian Weiß, nach Kathmandu 10 Tage gereist und 10 Tage nach Dharamsala. Daraus ist eine Multimedia-Reportage entstanden. Das kann man sich auch online noch anschauen. Das heißt das Tibetprojekt.de. Das haben wir quasi in Eigenregie umgesetzt, was ja heute wunderbar möglich ist. Da braucht man keine große Redaktion im Rücken, um ein Multimedia-Projekt zu starten. Haben das mit der Software The Creativist umgesetzt und wurden dafür auch mit dem Schneelöwe-Preis ausgezeichnet. Also es war Text, Foto, Video, Audio, alles, was man sich vorstellen kann. Sehr spannend, kann man sich immer noch anschauen. Genau, also die zweite Crowdfunding-Kampagne war eben Deine Korrespondentin. Wir wollten 5.000 Euro einnehmen, haben 6.555 Euro eingenommen und damit vor allem die Webseite finanziert, das heißt den Programmierer und darüber hinaus die Korrespondentin honoriert, weil wir das wichtig fanden, dass man zeigt, dass die Korrespondentin nicht umsonst arbeiten, sondern auch für ihre Artikel bezahlt werden. Und so handhaben wir das heute immer noch. Und jetzt würde ich gerne so einen Überblick geben, wie hat sich das Crowdfunding eigentlich entwickelt? So wie viele Trends kommt Crowdfunding aus den USA. 2003 hat das angefangen, in der Ursprungsform quasi, indem man Alben vorfinanziert hat. Also es waren Künstler, die eben gesagt haben, ich würde gerne ein Album aufnehmen und wenn ihr mir 50 Dollar gebt und dafür dann auch das Album bekommt, kann ich quasi das Album produzieren. Und so hat es eigentlich angefangen auf Artist Share und ist dann eben ausgeweitet worden mit Kickstarter auf ganz viele andere Bereiche. Kickstarter.com ist quasi so die bekannteste Crowdfunding-Plattform, gibt es seit 2009 in den USA und seit 2015 auch auf Deutsch, also in Deutschland. Also ein ziemlich großer Konkurrent für den jetzigen Platzhirschen Startnext, weil Kickstarter natürlich eine unglaubliche Reichweite hat. Kickstarter hat mittlerweile 15 Kategorien. Da sprechen wir nicht mehr nur über Musik, sondern eben über Kunst, Comics, Kunsthandwerk, Tanz, Design, Mode, Film und Video, Essen, Trinken, Spiele, Journalismus, Musik, Fotografie, Publishing, Technologie, Theater. Also ganz breit gemischt. Ich würde euch auch grundsätzlich empfehlen, wenn ihr euch überlegt, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, erstmal ganz viel sich andere Kampagnen anzuschauen und vor allem auf Kickstarter oder eben auch später dann auf Startnext. Sich da in unterschiedlichen Kategorien tatsächlich die Kampagnen anzuschauen, welche besonders erfolgreich waren, welche vielleicht gescheitert sind und sich da versuchen, Sachen rauszupicken. Natürlich das Wichtigste grundsätzlich ist das Video, dass ihr ein gutes Video habt. Ich glaube, es gibt Untersuchungen, die besagen, dass 80 bis 90% ihre Entscheidung, ob sie ein Projekt unterstützen, davon abhängig machen, ob das Video überzeugt. Ja, also dementsprechend, wenn ihr die Kampagnen euch anschaut, werdet ihr auch immer sehen, dass die Videos relativ professionell gedreht und geschnitten wurden. Das ist schon sehr wichtig. Also so ein Laienvideo online zu stellen auf eine Crowdfunding-Plattform sollte man eher nicht machen, würde ich sagen. Was ganz Aktuelles auf Kickstarter.com, das ist auch so ein eher klassisch, würde ich sagen, wenn man sich da durchklickt, ein Adventure-Hoodie mit ganz vielen Features und 23 Taschen. Und die wollten eigentlich 25.000 Dollar einnehmen und haben mittlerweile mehr als 300.000 Dollar eingenommen. Und zwar ist es halt einfach klassischerweise so, dass man für, ich glaube, 70 Dollar sich ein Hoodie sichern kann. Ja, also man bezahlt das Geld im Voraus und dadurch ist quasi möglich, dass der Hoodie in Produktion geht und dass man den dann bekommt. Manche sagen, das ist gar nicht richtig Crowdfunding, weil man eigentlich altruistisch quasi ein Projekt fördern sollte, wo man nichts von hat. Aber de facto ist es so, dass eigentlich mit den Prämien oder es werden auch Dankeschöns genannt,
eigentlich schon die Leute angereizt werden, ein Projekt zu unterstützen. Und wenn man gar nichts dafür bekommt, dann ist es zwar honorig, aber es funktioniert meistens dann nicht. Insofern ist das jetzt tatsächlich sowas, was sehr häufig bei Kickstarter gut läuft. Also auch im Bereich Design oder Fashion, dass man sich dadurch eben ein Produkt sichert, was es vielleicht vorher noch nicht gab. Eine andere Plattform ist Indiegogo. Die gibt es jetzt seit 2012 auch auf Deutsch, die man sich anschauen kann. Und da würde ich euch empfehlen, das Handbuch zu lesen. Also insgesamt bei den großen Plattformen, bei Kickstarter, bei Startnext, aber auch bei Indiegogo gibt es meistens Handbücher, relativ kompakt. Ich habe euch auch in das Chatfenster einen Link zu Startnext zum Handbuch gesetzt und eben auch der Tipp, das Handbuch von Indiegogo sich anzuschauen, The Essential Guide to Crowdfunding. Da findet man sehr viele gute Handreichungen, wie man so eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich gestalten kann. Das kann ich natürlich in der kurzen Zeit jetzt nur anreißen. Insofern, wenn ihr euch vertiefen wollt, gerne da weiterlesen. Startnext ist der Platzhirsch in Deutschland. Ihr seht schon die Entwicklung, die ist nicht ganz aktuell. Also 2010 hat Startnext angefangen und mittlerweile ist sogar das Projektvolumen auf 33 Millionen angestiegen. Und also 33 Millionen Euro, was quasi von der Crowd finanziert wurde. Es gab mittlerweile 4000 erfolgreiche Projekte und mehr als 700.000 Nutzer, die sich bei Startnext eingeloggt haben oder die eben als Unterstützer tätig geworden sind. Da seht ihr schon aber auch die Entwicklung in den letzten Jahren. Vor allem 2014 und 2015 gab es einen unglaublichen Sprung und viele sprechen davon, dass es immer noch weiter nach oben geht. Also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Bei Kickstarter sprechen wir da nicht über Millionen, sondern mittlerweile, glaube ich, sogar über 1, 2 Milliarden, was in der Zeit umgesetzt wurde. Also es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, was da an Crowdfunding unterstützt wird, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Spendenbereitschaft in den USA grundsätzlich höher ist. Trotzdem sieht man daran, finde ich, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Also das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Und die Benutzung von Startnext, damit werben die auf jeden Fall, ist quasi kostenfrei. De facto ist es aber so, dass man immer mit berücksichtigen sollte, dass von der Crowdfunding-Summe, die man am Schluss eingenommen haben, Transaktionsgebühren weggehen, also quasi für PayPal oder eben auch für Kreditkarte. Und dass es eine freiwillige Provision gibt, die eben von den Unterstützern geleistet werden kann und auch von den Gründern. Und de facto kommen die dann auf 10% von der gesamten Crowdfunding-Summe, womit sie eben dann auch ihren Betrieb weiter aufrechterhalten können. Darüber hinaus gibt es eben kostenpflichtige Premium-Services, das heißt, man kann sich eben beraten lassen. Es kostet dann 250 Euro, glaube ich, die Stunde. Also das, was ihr jetzt für umsonst bekommt, müsstet ihr bei Startnext sonst teuer bezahlen. Generell würde ich euch natürlich empfehlen, Startnext auch entsprechend zu durchforsten nach interessanten Projekten. Was ganz Spannendes fand ich, war zum Beispiel ein Frauenfußballmagazin, was finanziert worden ist über die Crowd oder auch Dirk von Gehlens Buch. Eine neue Version ist verfügbar. Das war insofern innovativ, als dass er die Crowd eingeladen hat, mit an dem Buch zu wirken. Das heißt, die Crowd durfte an dem Buch mitschreiben. Das war in der Form auf jeden Fall neuartig, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ihr seht, dass er da auch 14.000 Euro mit eingenommen hat. Generell finde ich es ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es beim Crowdfunding nicht nur um die Finanzierungssumme geht, sondern genauso wichtig ist, dass man dadurch Aufmerksamkeit generiert, also Marketing. Maßnahmen quasi damit impliziert, also ohne dass man jetzt groß plakatieren muss oder ohne dass man jetzt groß die Marketingmaschinerie anwerfen muss. Durch Crowdfunding spricht sich das rum, wird in den sozialen Netzwerken geteilt. Also alleine dadurch, dass quasi man 30 Tage die Kampagne laufen hat. Also es gibt unterschiedliche Laufzeiten. Man kann die bis zu 60 Tage laufen lassen, die meisten sind 30 Tage.
weil man dann natürlich auch die ganze Zeit diese Spannung halten muss über diese Strecke. Und wenn man 60 Tage angibt, dann ist es natürlich sehr lang. 20 Tage ist meiner Einschätzung nach sehr kurz. Insofern 30 würde ich eigentlich als ganz guten Zeitraum empfehlen. Und in der Zeit ist es natürlich so, dass dann beispielsweise am ersten Tag unserer Crowdfunding-Kampagne hat die Taz über uns berichtet. Wir hatten das vorher entsprechend mit der Medienseite abgesprochen. Und dadurch ist schon sehr viel Aufmerksamkeit auf uns gelenkt worden. Und dadurch haben auch sehr viele andere Medienvertreter uns danach kontaktiert und uns, also vor allem mich, interviewt. Und genau. Insofern, das würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen, welchen Marketing-Effekt das hat. Und natürlich auch, wie dadurch Unterstützer auf uns aufmerksam Was mich geworden auch noch sind. interessiert, Ja. sind über die Crowdfunding-Kampagne auch irgendwie Kontakte entstanden zu den Leuten, die also euch unterstützt haben finanziell, die also über das Finanzielle jetzt hinausgehen und vielleicht jetzt auch noch sogar anhalten? Da gibt es schon so eine Reihe von Hardcore-Fans, vor allem sind es Männer, interessanterweise. Also wir werden nicht nur von Frauen gelesen. Drei Viertel unserer User sind tatsächlich Frauen, aber ein Viertel sind Männer. Und vor allem auch bei unseren Veranstaltungen, also bei den Kaminabenden zum Beispiel, sind schon Fans, die uns unterstützt haben und die uns immer wieder quasi einfach verfolgen, was wir tun. Und auch Mails schreiben beispielsweise oder spenden und so. Und das ist schon auch daraus entstanden. Man darf das jetzt nicht zu hoch hängen, also es sind jetzt nicht Hunderte oder Tausende, aber so eine Handvoll Unterstützer ist auf jeden Fall daraus auch entstanden. Und den dritten Faktor, den ich wichtig finde beim Crowdfunding, ist, dass man sowas wie einen ersten Markttest durchführen kann. Also man kann anhand des Crowdfundings testen, ob es überhaupt Leute gibt, die sich dafür interessieren, was man sich da im kleinen Kabüffchen ausgedacht hat. Also zum Beispiel dieses Frauenfußballmagazin. Das ist ja ganz toll, dass es vielleicht zwei oder drei Frauen gab, die das spannend fanden. Aber wichtig war ja zu gucken, ob es irgendwie auch noch ein paar mehr Leute gibt, die das spannend finden und das dann auch kaufen würden. Insofern ist dieser erste Markttest durchaus einer der wichtigsten Faktoren, die beim Crowdfunding ebenfalls impliziert sind, neben der Funding-Summe. Aber Und können die mit 3.000 Euro überhaupt was anfangen, wird hier gefragt. Oder was? Ich meine, das ist schon sehr wenig Geld für ein Magazin. ich glaube, sie haben das dann drucken lassen. Ja, und Okay. dann wurde das einfach, man hat dann schon mal was in der Hand. Ja, und damit kann man natürlich auch hat man eine ganz andere Ausgangsposition beispielsweise für Werbekunden. Wenn das vier Ausgaben im Jahr geben sollte beispielsweise, dann kann man natürlich sagen, so haben wir uns das Layout vorgestellt. Insgesamt muss man beim Crowdfunding natürlich schon auch viel in Vorleistung gehen. Also es ist immer noch so, dass man seine Arbeitszeit dann nicht mitfinanzieren kann. Also zum Beispiel bei der Recherchereise nach Indien und Nepal habe ich eben mit den 3.500 Euro die Recherchekosten eingespielt, aber ich habe natürlich nicht meine Arbeitszeit eingespielt. Das sollte irgendwann vielleicht das Ziel sein. Momentan ist es noch nicht so, das muss man auch ganz klar sagen, aber immerhin konnte ich dadurch die Recherchereise machen, was halt die Redaktionen von vornherein abgeschmettert haben. Insofern ist dann doch mehr möglich, als man erstmal ohne das Crowdfunding machen könnte. Bei der Kiron University, das würde ich euch auch empfehlen. Ihr seht, das ist ein sehr erfolgreiches Projekt in letzter Zeit gewesen mit 500.000 Euro, die die eingenommen haben, auch auf Startnext. Da geht es um eine Universität für Flüchtlinge. Und da konnte man quasi über das Crowdfunding entsprechende Patenschaften abschließen und so eben Flüchtlinge unterstützen. Auch ein Beispiel, was sehr viel berichtet wurde, was zum Beispiel auch im Fernsehen begleitet wurde. Im ZDF gab es eine Sendung mit Startups und wo auch Einhorn pitchen durften. Die können sich natürlich auch sehr gut vermarkten. Es sind zwei, würde ich sagen, Rampensäue, wenn man so will. Und die können eben sehr gut erklären, warum es jetzt unbedingt diese Einhornkondome braucht. Die haben das ganz gut geschafft, quasi da auch ein Lebensgefühl mit aufzubauen. Ja, also es ist ja auch bei Neon das Erfolgsrezept gewesen, dass man da eben Lebensgefühl beschreiben konnte.
nicht erwachsen zu werden zu wollen. Und Einhorn hat es auch geschafft, auf unterschiedliche Art und Weise eben da ein Gefühl, Emotionen mit zu verbinden. Und das ist natürlich auch auf lange Sicht hin durchaus von Erfolg getragen, dann, wenn man eben den Kick-off bekommt durch so eine große Kampagne, durch entsprechend viele Unterstützer und dann eben auch weitergehen kann. Dann noch ganz kurz der Hinweis auf andere Crowdfunding-Plattformen, die aber nicht ganz so relevant sind, ehrlicherweise, wie eben Startnext und Kickstarter. Inkubator gibt es noch, es gibt noch Vision Bakery und Kling. Da kann man sich auch durchaus Projekte anschauen, vor allem auf Vision Bakery und Inkubator. Aber von den Abrufzahlen ist es natürlich so, dass Startnext derjenige ist, der die meisten Nutzer generiert, also die meisten Unterstützer auch hat, wo Leute immer wieder vorbeischauen. Wie ihr vielleicht wisst, ist es so, dass von Januar 2013 bis Mai 2014 auch Crowdreporter tatsächlich eine Crowdfunding-Plattform war, bevor es das digitale Magazin wurde. Und da, die haben sich vor allem auf Journalismus fokussiert. Und da komme ich auch zu den ersten Beispielen. Anhand meiner eigenen Erfahrung habe ich drei wichtige Tipps. Ich könnte natürlich 10, 20, 30 Tipps geben, aber die drei wichtigsten ist auf jeden Fall an allererster Stelle checke, ob dein Projekt fürs Crowdfunding geeignet ist. Zum Beispiel ist die Freien Bibel sehr erfolgreich gelaufen bei Crowdreporter. Da haben knapp 450 Unterstützer das möglich gemacht, dass so ein Buch entstanden ist, eben für freie Journalisten. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es sehr viele freie Journalisten in Deutschland gibt, die sich entsprechend angesprochen gefühlt haben und die wollten eigentlich 7.000 Euro einnehmen, haben aber mehr als 14.000 Euro eingenommen. Also ihr seht, so ein Buchprojekt, wenn man eine entsprechende Reichweite hat, kann man eigentlich ganz gut vorfinanzieren mit Crowdfunding. Was eher nicht so geeignet ist, aus meiner Sicht, ist zum Beispiel, wenn man sagen möchte, ich will jetzt Psychoanalytikerin werden, das heißt, finanziert mir die Weiterbildung. Ich mache dann auch ein Buch daraus, aber im Grunde genommen geht es mir darum, dass ich die Fortbildungskosten über die Crowd einspiele. Da fragt sich der Unterstützer, was habe ich jetzt eigentlich davon, abgesehen von dem Buch, wo die Erfahrungen aufgeschrieben werden, wie das ist, so eine Fortbildung zu machen. Und dementsprechend ist da der Nutzen einfach nicht so gegeben. Und ich würde sagen, sowas ist zum Beispiel eher nicht geeignet fürs Crowdfunding. Der zweite Tipp, den ich euch geben würde, ist, fang klein an. Also vor allem, wenn man noch nicht so eine große Prominenz hat. Es ist, glaube ich, schon ratsam, wenn man auch alleine ist, dass man jetzt nicht sofort 30.000 Euro einnehmen möchte. Was ich ganz imposant fand, war ein kleines Projekt von einer jungen Journalistin, die eben nach Ungarn fahren wollte, sich die Zugfahrticket über Crowdfunding finanzieren ließ, 500 Euro. Ist jetzt keine Riesensumme, aber sie hat Erfahrung gesammelt im Crowdfunding und konnte quasi anhand dessen zeigen, was junge Menschen in Ungarn über das System Orbán denken. Sowas kann man als Staat durchaus machen. Was anderes, was wahrscheinlich auch viele von euch kennen, ist Jung und Naiv. Die haben auch bei Crowdreporter angefangen und Thilo Jung wollte erstmal 2.500 Euro einnehmen. Der hat natürlich den sehr cleveren Schachzug gewählt, dass er immer wieder Videos online gepostet hat und dadurch Anreize geschaffen hat, warum man ihn unterstützen sollte. Also das ist natürlich auch was, was nicht bei jeder Crowdfunding-Kampagne geht, aber wenn das geht, ist es natürlich was, was zum Beispiel Leute auch motiviert, ein zweites Mal zu spenden, weil die es total toll finden, dass jemand in Vorleistung geht und was macht, was er quasi mit dem Geld später auch professioneller machen möchte. Mit 5.000 Euro zum Beispiel hat er angegeben, würde er sich ein professionelleres Equipment kaufen und dementsprechend seht ihr, dass es auch ganz klar überfinanziert ist. Anhand dieser Unterstützer, die ihn quasi begleitet haben, hat er dann auch eine zweite Kampagne draufgesattelt. Und dann noch mehr Unterstützer gefunden, die dann eben 15.000 Euro gegeben haben. Das seht ihr jetzt noch nicht, weil das quasi am Anfang der Kampagne war, aber am Schluss wurde das auch voll finanziert, wo er eben eine Recherchereise durch Europa durch die Crowd finanzieren konnte. Und was ich damit sagen will, er hat eben mit 2.500 Euro angefangen und hat bei 15.000 Euro aufgehört, so ungefähr. Also fang klein an und wachse dann mit deiner Crowd. Oder kooperiere mit Korrektiv. Korrektiv ist eben ein Name, den man mittlerweile kennt als Recherche.
Verbund in Deutschland und die haben auch eine Kooperation mit Startnext. Das heißt, man kann quasi unter dem Dach von Korrektiv ein Projekt pitchen und dann eben auch die Reichweite von Korrektiv mit benutzen und dadurch einfach viel mehr Leute erreichen, wenn das eben in das Portfolio von Korrektiv passt. Drittens, überlege dir eine Kampagne im Vorfeld. Das ist, glaube ich, was, was viele nicht machen, dass man sich im Vorfeld überlegen muss, also quasi nicht startet und sagt irgendwie so, und jetzt geht mein Crowdfunding los, sondern sich vorher überlegt, okay, was soll diese Kampagne eigentlich umfassen? Wie gesagt, wir hatten im Februar, März gepitcht, 30 Tage, und da habe ich eine Auflistung gemacht. Ihr könnt euch den Pitch auch noch anschauen auf Startnext. Was aus meiner Sicht total wichtig ist für die Kampagne, nämlich der Pitch-Text, dass ihr überlegt irgendwie, was soll der Text transportieren. Das Pitch-Video, maximal 3 Minuten, sagt man. Also wenn es länger ist, gucken viele sich das eben nicht bis zu Ende an. Die Dankeschöns und Prämien sollte man sich auch Gedanken machen. Toll ist natürlich, wenn man sich da irgendwie was Witziges einfallen lässt und dadurch im Gedächtnis der Leute bleibt. Man kann sich natürlich auch anschauen, was haben die anderen eigentlich als Dankeschöns ausgeschrieben. Man sollte sich eine Dramaturgie überlegen, zum Beispiel auch, was passiert eigentlich nach der Kampagne, was sind die nächsten Schritte. Also nicht nur diese 30 Tage im Blick behalten, sondern eben auch darüber hinaus. Kontakt aufnehmen zu Medienvertretern, so wie wir das eben gemacht haben bei unserer Kampagne. Wir hatten mit dem Taz-Redakteur schon 4 Wochen vorher gesprochen und er hat das quasi so platziert, dass es dann halt direkt zum Start der Kampagne veröffentlicht wurde. Das ist natürlich nur möglich, wenn man sich entsprechend vorher überlegt, wie soll die Kampagne verlaufen von der Dramaturgie her. Ganz wichtig sind natürlich auch Facebook und Twitter. Muss man auch entsprechende Accounts anlegen, vielleicht auch auf dem eigenen Blog entsprechend das bewerben, Veranstaltungen organisieren. Werden wir nachher später auch noch mehr dazu hören, von allem von Perspective Daily. Die haben das sehr exzessiv gemacht. Aber grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn man da in dem Rahmen auf die Crowdfunding-Kampagne aufmerksam machen kann, auch über Flyer und Plakate. Für uns war es immer wichtig, aus der Journalistenbubble auszubrechen und auch normale Leute zu erreichen. Und deswegen haben wir durchaus auch Plakate verteilt und Flyer an Leute in der Fußgängerzone beispielsweise. Und ganz gut ist natürlich auch für die Kampagne, wenn man Testimonials oder Unterstützervideos einholt. Wir haben unterschiedliche Frauen angesprochen. De facto haben uns zwei Kolleginnen auch Videos geschickt, beziehungsweise eine, Tabea Zezik, und eine, Caroline Neumann von der Digital Media Women, hat was geschrieben mit einem Foto, was besser ist als nichts. Aber natürlich ist total super, wenn man ein Video hat. Oder eben entsprechende Promis. Und damit kommen wir zu Perspective Daily. Die haben nämlich auf ihrer Pitching-Seite dann auch ein Video gehabt mit Nora Tschirner und sogar Klaas Häufer Umlauf. Und da hat man natürlich das Nonplusultra, nämlich Promi-Faktor und Glaubwürdigkeit in einem quasi und Testimonial, also Fürsprecher für das Projekt. Und dadurch kriegt man natürlich einen Boost, den man sonst wahrscheinlich eher nicht bekommen würde. Und da haben wir jetzt Felix zugeschaltet von Perspective Daily. Und der kann uns ein bisschen erzählen, was aus seiner Sicht neben Nora Tschirner möglicherweise das Erfolgsgeheimnis war. Felix, sag doch mal ein paar Worte zu eurer Crowdfunding-Kampagne, die sehr erfolgreich verlaufen ist. Genau, du hast die Promis angesprochen, die stehen natürlich auf der Liste, die sind natürlich sehr wichtig und hilfreich, kann man sich leider nicht schnitzen. Genau, ganz kurz zu uns, für die Gäste, wer nicht weiß, was wir machen, also wir sind Perspective Daily, konstruktives Online-Medium, haben uns im Frühjahr über Crowdfunding gegründet. Die Idee von konstruktivem Journalismus, ganz einfach in 2 Worten, ist einfach, dass man nicht nur über Probleme, auch über Probleme, aber nicht nur über Probleme spricht, sondern auch, wie man diese Probleme lösen kann. Wir erfinden da nicht irgendwelche abstrusen Dinge, sondern als Journalisten glauben wir, dass wir eben auch darüber berichten müssen, was Wissenschaft, Gesellschaft, tolle, schlaue Leute da an Lösungen hervorbringen. Ein Punkt, den du auch angesprochen hast, Pauline, also ich glaube, der Kern von jeder Crowdfunding-Geschichte ist einfach eine gute Idee, die überzeugt, die einen selber überzeugt, die einen dabei hält, dass man selber das ganze Ding durchzieht, solange. Bei uns war das eben die Idee vom konstruktiven Journalismus, die ist auch gerade hier in eine Reihe von Krisen, wenn man so das in diesem Jargon ausdrücken möchte, sind wir reingekommen mit dieser Idee. Viele Leute haben so ein bisschen einen Frust mit Journalismus, auch was Online-Journalismus geht, ist es halt so eine Umbruchphase und da haben wir so ein bisschen einfach einen Nerv getroffen zu unserer Zeit, glaube ich, mit unserer idealistischen Idee, das konstruktiv zu machen und das ehrlich,
ehrlich zu kommunizieren, weg vom Zynismus, nicht zuzuspitzen, sondern wirklich ja, einfach so einen Idealismus auch nach außen zu kommunizieren. Wir wollen mit unserem Journalismus auch was bewegen und die Welt ein bisschen besser machen. Das ist der Grundvoraussetzung. Die hat bei uns dann zu einer ganzen Reihe von Dingen geführt. Also was die festen Rahmenbedingungen angeht, hatten wir noch das Glück, dass wir mit dieser Idee dann auch relativ schnell ein Exist-Stipendium gewonnen haben. Damit konnten wir 3 Leute von uns für ein Jahr finanzieren, die sich 3/4 dieser Zeit eigentlich nur für die Vorbereitung der Crowdfunding-Kampagne gekümmert haben. Und da kann man natürlich ganz andere Sachen umsetzen und stemmen, als wenn man nur alleine ist und das einen Monat plant oder so. Also ein entscheidender Punkt, der auch damit zusammenhing, dass wir Zeit hatten, dass unsere Idee aber auch gut war, waren die Multiplikatoren und die Promis, wie du es nennst. Wir hatten die Nora an Bord, wir haben ein paar Leute angeschrieben, aber sie ist da schnell drauf angesprungen. Und dass das passiert ist, hatte einfach auch mit dem Idealismus, mit unserer Idee zu tun. Die fand das super. Da ist nichts geflossen, außer, sage ich mal, Zuneigung und geteilte Überzeugung von dieser Idee. Und genau, das war einfach ein großes Glück für uns. Sie hat dann ja noch den Klaas mit reingezogen, war dann bei Olli und bei Olli Schulz und Jan Böhmermann in der Fernsehsendung, was uns sehr viel geholfen hat. Also auch jetzt, wenn die Leute noch fragen, woher sie uns kennen, jede zweite antwortet, der hat uns in der Fernsehserie gesehen, in der Talkshow. Das ist super. Dann haben wir später noch den Rute während dem Crowdfunding gewonnen. Das ist dieser Karikaturist, relativ bekannter. Der hat ein Video zu uns gemacht. Das kann man auch noch sehen auf unserer Seite. Das hat uns total viel geholfen. Also das ist natürlich, das hat schon den Kohl fett gemacht, kann man sagen, bei uns. Wir haben aber nicht nur mit unserer Idee Promis Nora angezogen und andere Leute, sondern einfach auch relativ schnell ein großes Team hier lokal in Münster zusammen gehabt mit Leuten, die da mitgeholfen haben und die da ehrenamtlich echt viel Zeit und Herzblut reingesteckt haben in dieser Phase. Das hat uns auch sehr viel geholfen, dass wir einfach viele, viele Sachen gleichzeitig starten konnten. Unter anderem, was so ein bisschen am Kommen ist bei größeren journalistischen Projekten, ich kenne jetzt in Deutschland, weiß ich nicht, ob es da schon mehrere gibt, aber auch in den USA zum Beispiel, ist, dass man auch eine Crowdfunding-Tournee macht. Also wir sind durch Deutschland getourt, haben, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es am Schluss waren, 13 oder 15 Städte besucht, haben da Abende organisiert, wo wir unsere Idee vorgestellt haben, haben das versucht, ein bisschen unterhaltsam, aber mit Gehalt vorzustellen, unser Konzept. Dadurch natürlich direkt ja, ein persönliches Verhältnis zu vielen Leuten aufgebaut, die Leute direkt im Idealfall als Mitglieder gewonnen, wenn wir sie sehr gut überzeugt haben, auch als Multiplikatoren, immer das natürlich auch betont, geht weiter, erzählt es weiter, das ist einfach sehr wichtig. Was dann noch am Schluss relativ wichtig war, wir haben, also man könnte uns auch, wie du es vorhin angesprochen hast, als nur so ein halbgares Crowdfunding-Projekt bezeichnen, weil wir nicht bei Start Next oder sowas waren und einfach nur für die reine Idee das Geld kassiert haben, sondern direkt Mitgliedschaften verkauft haben. Wir haben das bei uns auf unserer eigenen Seite gehostet. Und das war eigentlich ganz entscheidend für uns, aus 2 Gründen. Erstens hatten wir die Leute direkt als Abonnenten in unserem System sozusagen. Wir haben nicht einmal die Aufmerksamkeit gehabt und dann war sie wieder weg nach diesem Zeitraum, sondern sie sind jetzt direkt unsere Kunden. Also natürlich ist das ein trockener Begriff. Wir sprechen hier von Mitgliedern, aber aus der wirtschaftlichen Sicht hat es uns einfach geholfen, dass wir nicht wie viele andere Crowdfunding-Projekte, die einmal werben für ihre Leute, sie dann zum Beispiel bei Printmagazinen für eine Ausgabe an Bord haben und dann ist die Ausgabe gelaufen, dann müssen sie das ganze Ding wieder von vorne fahren. Und ein zweiter Punkt war, dass wir die Crowdfunding-Kampagne verlängern konnten. Kann man natürlich auch als, ich weiß nicht, unidealistisch ansehen, aber wir haben uns gesagt, die Leute, die uns unterstützen wollen, dieses Projekt, wir wollen dieses Projekt, wir haben allen die Möglichkeit eingeräumt, da wieder weg zu sein, wenn sie das nicht wollen, weiterhin unterstützen, hat eigentlich niemand gemacht. Es war den Leuten egal, ob sie da 2 Wochen länger warten oder 3. Und so haben wir einfach die Frist nochmal verschoben und es dann gerissen. Nicht gerissen, sondern geschafft. Einfach die. Also vielleicht nochmal kurz zur Klarstellung, es waren nicht 30 Tage, sondern bei euch 60 Tage, ne? Ja. Wie die Crowdfunding-Kampagne gelaufen ist. Und vielleicht einfach nochmal für den Hinterkopf, also ihr wolltet 15.000 Mitglieder, die im Jahr 42 Euro bezahlen für diese Form von Journalismus, sodass jeden Tag eine Geschichte, eine neue Geschichte, konstruktive Geschichte online geht.
Und habe das dann eben nach diesen 60 Tagen auch geschafft. Und Werner fragt zum Beispiel, war das sehr aufwendig, so eine Plattform zu gestalten, auch mit der Zahlungsabwicklung? Das ist ja tatsächlich sehr kompliziert, wenn man sich da mal Ja, das stimmt. reinarbeitet mit Kreditkarten und so weiter. Wie habt ihr das gemacht? Da kommt eben der Punkt dazu, den ich angesprochen habe. Wir hatten da viele Entwickler auch, die sich für das Projekt begeistern konnten. Hier in Münster gibt es eine Hochschule für Design und Entwicklung. Ein paar junge, gute Studenten gefunden, die da auch viel Herzblut reingesteckt haben und auch jetzt natürlich noch dabei sind. Die haben daran mitgefeilt, das zu entwickeln. Man muss einen Shop aufsetzen. Wir haben das Medium selber von Grund auf entwickelt, also keine Blogging-Plattform oder sowas verwendet. Ja, also das ist sehr viel Arbeit, ja. Kannst du eine also Hausnummer nennen, wie viel sowas kostet? Also ihr habt das ja wahrscheinlich auch mit dem Exist-Stipendium dann finanziert, weil da sind ja, glaube ich, auch durchaus Sachkosten mit impliziert. Dass man einfach so eine Vorstellung hat von bis, wie viel kostet sowas, so eine Webseite aufzubauen mit Zahlungsabwicklung. Also, das fällt mir jetzt gerade sehr schwer, muss ich sagen, das zu nennen. Also, wir haben im Crowdfunding über 500.000 eingenommen, halt mit diesen 15.000 mal 42 Euro. Waren dadurch halt auch eins der größten Projekte, ich glaube, ein bisschen weniger als die Crowdreporter damals. Welcher Anteil dafür jetzt direkt für die Entwicklung rausgegangen ist, ist ganz schwierig zu sagen. Was damit zu tun hat, dass das angefangen wurde, damit die zu entwickeln von Leuten ehrenamtlich. Gleichzeitig die Entwicklung bis jetzt läuft, wir ja ständig weiterarbeiten daran. Ich könnte höchstens sagen, an den Personalkosten, also wir sind hier so etwa 15 festangestellte Leute und haben so 6 bis 7, das ist alles, also die Bereiche gehen ineinander über zum Teil, deshalb ist es nicht ganz so leicht zu sagen, aber ich sag mal 6 bis 7 Leute, die wirklich überwiegend mit Technik und Layout und Design zu tun haben. Das ist schon echt eine ordentliche Hausnummer. Und vielleicht der Hinweis in dem Zusammenhang, aber wir hatten ja eine Webseite ohne Zahlungsabwicklung und haben uns das quasi draufgepackt. Und es gibt eine Softwarefirma in München, die heißt Plenigo. Und wenn man sich quasi überlegt, sowas mal auszuprobieren, also mit einer Paywall, was ja in Zukunft mutmaßlich auch noch viel mehr kommen wird, dann muss man nicht das großartig entwickeln, wenn man eben nicht so ein Stipendium hat oder so viele Unterstützer, sondern kann das mit Plenigo einfach mal ausprobieren. Ja, Natürlich ist es total wichtig, vorher eine entsprechende Reichweite zu haben. Das ist sicherlich einer eurer großen Vorteile, dass ihr so viele Mitglieder habt, die euch tatsächlich unterstützen. Das war so ein bisschen das ja. Problem bei uns. Als wir letztes Jahr die Paywall draufgesattelt haben, haben wir einfach nicht so eine Reichweite gehabt und haben die Paywall auch nur 2 Monate laufen lassen, weil wir insgesamt 5 zahlende Unterstützer hatten. Damit kann man keinen Betrieb aufrechterhalten. Ja, also da würde ich 2 Sachen vielleicht noch sagen. Also was die Paywall angeht, wir haben auch so ein Modell, wir nennen es die durchlässige Paywall. Und zwar kann man unsere Artikel und unser Archiv und alles frei zugänglich nur eben als Mitglied sehen. Allerdings kann man, wenn man Mitglied ist, den Link oben rauskopieren und teilen. Twitter, Facebook, E-Mail, whatever. Und kann somit anderen Leuten die Inhalte zeigen. Und das ist natürlich doppelt in unserem Interesse, weil wir wollen, dass wir Impact erzeugen wollen, einfach mit unseren Artikeln. Und gleichzeitig so natürlich auch Leute von uns Wind bekommen, das interessant finden, den nächsten Artikel anklicken, vielleicht merken, ah, ich muss doch ein bisschen was zahlen. Genau, dann wurde natürlich auch gefragt, okay, so kann man ja alle Artikel im Web irgendwie teilen. Wird zum Teil auch gemacht. Also auf Reddit gibt es, glaube ich, Gruppen, wo die Leute das auflisten, aber wir haben zum Glück insgesamt genügend Leute, dass wir uns das leisten können und das eine Nische ist und die meisten Leute da gerne dafür zahlen und das ist kein Problem, ja. Ja, Felix, vielen Dank für deinen Input. Das war auf jeden Fall sehr, sehr erhellend, würde ich sagen. Hat super gut dazu Gerne. gepasst. Und du hattest ja auch gesagt, neben den Promis, dass vor allem die Tournee, also die Veranstaltungen, vor allem auch Aufmerksamkeit auf euch gerichtet haben. Ihr habt das jetzt sehr aufwendig gemacht. Durch das Stipendium auch abgefedert, aber insgesamt glaube ich auch, dass es total gut ist, wenn sich analog und digital trifft. Ja, das haben wir eben auch immer wieder festgestellt,
wenn wir Leute face-to-face sehen, wenn die sehen, aha, das ist die Korrespondentin aus Afrika, die erzählt ja total spannende Geschichten, und die sitzt aus Fleisch und Blut vor dir und kann eben über dieses Land oder über die Menschen entsprechend mit Begeisterung und Leidenschaft sprechen, dann ist es natürlich viel leichter, eine entsprechende Summe als Unterstützer zu leisten, als wenn man diese Person möglicherweise nicht kennt und eben nur ein Foto präsentiert bekommt. Ich habe die letzte Folie vorbereitet, und zwar 7 Gründe fürs Scheitern von Crowdfunding-Kampagnen, weil es natürlich schon so ist, dass nicht alle Kampagnen erfolgreich sind. Also wie Perspective Daily, die haben natürlich sehr viel Geld eingenommen, auch entsprechenden Aufwand betrieben. Man spricht eigentlich davon, dass 2 Drittel aller Kampagnen scheitern. Bei Startnext habt ihr gesehen, ist die Erfolgsquote relativ hoch mit knapp 50%. Also quasi jedes zweite Projekt wird finanziert. Und trotzdem gibt es natürlich immer wieder welche, die nicht finanziert werden können. Und da gibt es insgesamt 7 Gründe, die Startnext selber herausgefunden hat. Nämlich indem man nie selber Unterstützer war, also indem man gar nicht weiß, wie so eine Kampagne eigentlich abläuft, auch technisch abläuft, fehlende Reflexion, unrealistische Fundingsumme, also was ich vorhin gesagt hatte, wenn man quasi sich noch keinen Namen in der Branche gemacht hat und dann sagt, ich will aber eigentlich 40.000 Euro einnehmen, um eine große Fernsehproduktion finanzieren zu können, was natürlich teuer ist, aber was wahrscheinlich in der Hinsicht einfach auch nicht erfolgreich sein wird, wie man zum Beispiel mit einem Projekt von Daniel Bröckerhoff sieht. Der hatte die Story, kann man sich glaube ich auch noch anschauen, und hatte da auch entsprechend hoch gepokert und eine sehr hohe Fundingsumme angegeben und die wurde zum Beispiel nicht finanziert, weil die Leute nicht bereit waren, so viel Geld für ein Projekt auszugeben, wo man gar nicht weiß, was am Ende dabei rumkommt. Die Laufzeit zu lang, wie gesagt, also 30 Tage ist eigentlich aus meiner Erfahrung ganz gut, um tatsächlich die Spannung zu halten. Fehlende direkte Ansprache, also wenn man irgendwie den Fehler macht, quasi so über die Crowd hinweg zu kommunizieren. Ja, also es geht ja schon in erster Linie darum, sich eine Crowd aufzubauen, also auch nahbar zu sein, auch Fragen zu beantworten, auch eben sich möglicherweise persönlich zu treffen, wie das Perspective Daily gemacht hat und wie wir das auch mit unseren Kaminabenden beispielsweise gemacht haben. Zu geringe Kommunikation, also dass man glaubt, irgendwie man sagt jetzt, die Crowdfunding-Kampagne ist gestartet und jetzt unterstützt mal und dann 5 Tage später wieder den Hinweis gibt. Da muss natürlich insgesamt einfach sehr viel mehr kommen. Man muss eigentlich mehr, als man glaubt, dass es gut ist, kommunizieren. Das ist schon so die Lehre, die ich auch gezogen habe. Also es ist einfach so, dass sehr viel heutzutage auf die Crowd, auf die Menschen einströmt und dass es immer ein Kampf ist um Aufmerksamkeit. Und dementsprechend ist es völlig klar, wenn man nicht so viel auf Twitter und Facebook darauf aufmerksam macht, dann kriegen das die Leute einfach auch nicht mit. Weiterer Grund zu scheitern aus der Sicht von Startnext ist unattraktive Dankeschöns. Also das ist schon auch ein Anreiz, natürlich bei klassischen Crowdfunding-Kampagnen, wenn Was die war denn dein Dankeschöns gut beliebtestes sind. Dankeschön? Also wir hatten ja quasi das Konzept, dass wir mit der Kampagne schon auch Abos verkauft haben, ne? Also weil wir die Paywall impliziert haben und geglaubt haben, dass wir durch die Crowd finanziert werden können. Aber was mich total überrascht hat, war zum Beispiel, dass die Kaminabende mit mir sehr erfolgreich waren. Die wurden insgesamt 5-mal gebucht und da hat man 150 Euro bezahlt, um mich quasi an einem Abend bei sich zu haben beim Essen. Also Abendessen, genau. Abendessen habe ich quasi ausgegeben und das haben Menschen gebucht, die mich nicht gekannt haben, die das einfach spannend fanden, dass ich in Russland unterwegs war als Korrespondentin, die das spannend fanden, dass ich ein digitales Magazin von Frauen über Frauen aufziehen möchte und die mich einfach live erleben wollten. Aber darf ich kurz fragen, mich hätte interessiert, wie waren denn die Kaminabende, wie sind die verlaufen? Ja, also ich hatte jetzt, glaube ich, Kaminabend gesagt. Also es gab diese 150 Euro waren die Abendessen und Kaminabende waren eher, wo Korrespondentinnen erzählt haben. Felix, dich interessiert, wie die Abendessen verlaufen sind? Ja, wenn du es ganz kurz zusammenfassen kannst. Ja, Ich finde das natürlich. sehr Es schön. Also, waren total unterschiedliche Menschen. Es war irgendwie ein Programmierer, es war eine von einem Lesezirkel, es war eine Journalistin.
Also gar nicht so sehr nur aus dem Medienbereich erfreulicherweise. Und die fanden das einfach total spannend, was ich da so mache. Und die waren sehr nett, die Abende. Ich habe das dann gebündelt, dass ich nicht fünfmal essen gehen muss. Also für mich war das auch total toll, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich vorher nicht kannte, die bereit waren, so viel Geld zu geben, damit eben dieses Projekt starten kann. Ich möchte nur noch mal anschließend daran sagen, was du gerade gesagt hast, Pauline. Das war auch auf unseren Abenden einfach echt immer eine super Erfahrung. Erstens finden Leute den Beruf Journalist einfach sehr interessant, wenn sie den auch nicht kennen, und geben einem da noch mal einen guten Blick von außen drauf, was man eigentlich macht, welche Rolle man da spielt und welche Fragen man sich vielleicht schon selbst lange nicht mehr gestellt hat, die aber für Leute wichtig sind. Also sich da möglichst nahbar machen, und die Schwelle, kontaktiert zu werden von Leuten, gering zu halten, auch über so Hangouts oder solche Abende, kann ich, glaube ich, auch ziemlich empfehlen für solche Crowdfunding-Projekte. Ja, ein Dankeschön war zum Beispiel auch Chats mit uns. Also da konnten die Leute mit uns chatten. Und bei uns ist es ja von Anfang an impliziert gewesen mit deiner Korrespondentin, dass wir ansprechbar und nahbar sind. Und dementsprechend war diese Veranstaltung, die Kaminabende und die Abendessen auch von Anfang an Teil unseres Konzepts. Und auch jetzt ist es ja so, dass wir zum Beispiel mit Snapchat experimentieren und dadurch eben versuchen, auch Einblick zu geben hinter die Kulissen. Also zu zeigen, wie so eine Korrespondentin in zum Beispiel Neu-Delhi eigentlich arbeitet. Und das Wir haben letzte, vielleicht ja ganz gerne kurz, um mal das kurz noch abzuschließen, Grund fürs Scheitern ist ein schlechtes Pitching-Video. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Tausende von Euros für ein professionelles Video ausgeben müsst. Aber natürlich ist es schon so, wenn man sich die unterschiedlichen Kampagnen anschaut, dass sie sehr professionell produziert sind. Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist für die Unterstützer, dass man sieht, dass sich jemand Mühe gegeben hat mit dem Pitching-Video. Also da würde ich auf jeden Fall versuchen, mir entsprechende Unterstützung zu holen beim Drehen und auch beim Schnitt, dass es nicht ganz so laienhaft daherkommt. Genau. Gut, wir haben viel über die Vorteile gesprochen und über die Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Kors hat ja gefragt, auch die Nachteile. Könntet ihr beide ein paar Nachteile von Crowdfunding nennen, außer dass es jetzt irgendwie ja aufwendig ist? Also als Journalist finde ich, ist man halt gewohnt, hinter den Kulissen zu agieren. Und wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne startet, ist man natürlich auch Objekt der Berichterstattung. Und das ist eine neue Rolle, in die man sich erstmal einfinden muss. Gleichwohl kann man, glaube ich, trotzdem damit umgehen, dahingehend, dass man eben, dass es heutzutage einfach so ist, dass man ein Gesicht braucht, um eine Glaubwürdigkeit aufzubauen. Also nur der Name deine Korrespondentin ohne mich oder ohne die Korrespondentinnen würde nicht funktionieren. Und das ist sicherlich bei euch, Felix, genauso, dass ihr drei als Gründer authentisch rüberkommen müsst, die Idee entsprechend vermitteln müsst und eben das Gesicht der Kampagne seid, was natürlich auch durchaus möglicherweise Neider hervorruft oder eben Hater oder Shitstorm. Wie auch immer, die das vielleicht nicht so gut finden. Bei uns war das glücklicherweise überhaupt nicht der Fall. Aber wenn man eine sehr große Reichweite hat, wie beispielsweise bei den Krautreportern, war das natürlich schon so, dass es auch sehr viele enttäuschte Unterstützer gab, beispielsweise nach einem Jahr. Also das muss man sich schon bewusst machen, dass man in die Öffentlichkeit tritt, in eine andere Rolle tritt, ins Rampenlicht tritt und dann auch entsprechend möglicherweise mit negativen Reaktionen zu kämpfen hat. Noch, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, was ich einfach glaube, was für viele schwierig ist, wenn sie ein klassisches Crowdfunding machen, ist, dass man halt immer nur eine relativ kurzzeitige Finanzierung für ein Projekt hat und sehr viel Mühe und Zeit und Aufwand in diese Marketing, das ist im Prinzip Marketing Strategie, ne? Und dann gibt es journalistische Projekte, die die Hälfte ihrer Zeit immer, ich weiß nicht, einen Monat nur in die Crowdfunding-Kampagne stecken, was nur Marketing, Social Media ist. Dann kann man einen Monat Redaktion betreiben, dann ist die Auflage oder das Printmagazin verkauft und dann steht man wieder vor null da. Also deshalb würde ich da empfehlen, also das kann eine Gefahr sein, wirklich, würde ich empfehlen, sich da Gedanken zu machen, wie man das so macht, wie bei uns zum Beispiel, dass man langfristig was davon hat und die Leute an sich bindet und dieses Verhältnis, das man aufbaut, beibehält und weiterhin pflegt und ja, das am Leben erhält einfach, dass man nicht jedes Mal wieder von vorne am Fanden ist.
Man muss auch dazu sagen, tatsächlich ist es ja so, dass man die Nutzerdaten bekommt von den Crowdfunding-Plattformen. Also ich habe quasi eine Excel-Tabelle bekommen von Startnext mit den Unterstützern, also was sie auch für Dankeschöns angegeben haben, welche E-Mail-Adresse die haben. Manche wollten zum Beispiel auch eine Postkarte haben, da habe ich auch die Adresse bekommen und dann entsprechend die Postkarten aus den entlegensten Winkeln der Welt dahin geschickt. Aber es ist natürlich total aufwendig. Du musst dann diese E-Mail-Adresse in den Verteiler kopieren und den Newsletter schreiben und so. Das ist schon alles sehr, sehr zeitraubend. Das muss man sich schon bewusst machen. Also insofern es ist ein guter Tipp, Felix, sich direkt die Leute auf die Seite zu holen. Erspart einem natürlich auch bei der Nutzerdatenbank viel Arbeit dann im Nachhinein. Was sich vielleicht viele auch fragen würden, jetzt in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch ein Finanzierungsmodell für Journalisten generell, Crowdfunding? Da muss man sagen, das schließt so ein bisschen an das an, was Felix schon vorab gesagt hat, dass es sehr viel Arbeit ist. Also das machen sich die meisten nicht bewusst, aber wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne laufen hat, dann ist man mit nichts anderem beschäftigt. Das ist tatsächlich so. Also in der Zeit, in diesen 30 Tagen, ist es ein Fulltime-Job. Und dann kann man sich natürlich fragen, naja, aber in der Zeit hätte ich Geld verdient und hätte das dann auch so möglicherweise finanzieren können, zum Beispiel bei mir mit der Recherchereise nach Nepal und Indien. Aber da darf man eben nicht vergessen, was ich vorhin gesagt hatte, dass es nicht nur das Geld ist, was man eben einsammelt, sondern auch Marketing mit impliziert für ein Produkt, was man sich ausgedacht hat, wo man möglicherweise darauf angewiesen ist, dass andere das mit unterstützen langfristig. Insofern, also ich würde schon sagen, dass sich Crowdfunding lohnt, wenn man eben was Neues starten möchte und ansonsten keine Finanzierung findet. Wir haben ja auch bei Stiftungen geworben und so weiter und hatten wirklich keine Möglichkeit, quasi diese Webseite vorzufinanzieren. Aber natürlich ist es nicht so, dass man alle paar Monate eine Crowdfunding-Kampagne starten kann als Journalist, weil das eben de facto von der Arbeitszeit abgeht. Und zur Zukunft, also ich sag mal, das Ergebnis ist natürlich für uns jetzt schon ziemlich toll, weil wir unser Unternehmen für ein Jahr finanzieren können und uns alles komplett selbst gehört. Also wir haben keine Investoren drin, wir haben keine Kredite aufgenommen oder irgendwas in der Art. Wir sind halt komplett unabhängig und fahren kein Risiko, falls es denn nicht weitergehen sollte nach einem Jahr. Deshalb finde ich, ist das schon eine ziemlich starke Sache, die einfach durch die Vernetzung so vor 10 Jahren oder davor einfach nicht möglich gewesen wäre. Ja, ich hoffe, also es ist auch unser, genau wie inhaltlich wir konstruktiv sein wollen und zeigen wollen, was geht, journalistisch einfach auch mit diesem Geschäftsmodell ein Stück weit zeigen wollten, dass man da auch andere Wege gehen kann im Journalismus und so unabhängiger Journalismus, der eben nicht reißerisch groß aufmacht, sondern mit diesem Idealismus funktionieren kann. Deshalb ja, ich hoffe, dass es seine Nische hat und vor allem die Vielfältigkeit fördert. Also die entsteht gerade total, da kann man auch viel ins Ausland gucken und viel lernen, aber davon lebt ja der Journalismus. Ist ja auch eine Binsenweisheit, aber es ist einfach so. Und da ist ja Crowdfunding einfach das ein super Tool, um ganz viele unterschiedliche kreative Projekte entstehen zu lassen. Also ich glaube, das ist. Ja, ob das jetzt ein Spiegel und eine Zeit irgendwie groß ins Schwanken bringen wird, kann sein, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ob das gut ist oder ob das wünschenswert ist, aber es bereichert auf jeden Fall das Spektrum erstmal. Gut, fein. Ich glaube, das war ein verhaltener, aber doch in gewisser Weise optimistischer Ausblick Ein super Schlusswort, würde ich von euch sagen. beiden. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch, Pauline und Sehr gerne. Felix. Ja, Und also auch nochmal an alle, wenn es Fragen gibt, gerne. Ja, das wurde ich überapplaudiert. Könnt ihr natürlich auch gerne euch melden bei Perspective Daily oder Felix at Perspective Daily. super. sehr gut. Oder Pauline Danke. at deinekorrespondentin.de.